Genau. Hast du schon überlegt, wo du den als am liebsten investieren würdest? Nee. Nee? Also ich glaube, es wäre nicht verkehrt, nochmal einen Punkt in einen weiteren leistungsstarken Traktor zu investieren. Ganz ehrlich, würde ich auch empfehlen, ja. Das wäre jetzt mein erster Gedanke gerade, ja, ja. Weil das wird uns, glaube ich, langfristig gesehen. Also wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, wie wir die letzten Male halt immer hinterher am Berg festhingen. Genau, ja, das war auch meine Idee. Ja, ja, bin ich voll dabei, ja. Wäre das, glaube ich, sehr gut. Was kriegen wir denn bei Wiesen? Eben mal reinschauen. Wir könnten wir können sogar schon einen Traktor Kategorie 3 machen. Ja, habe ich auch gerade gesehen, ja. Ja, dann nehmen wir doch den Safe Call. Ja. Okay, soll ich durch anklicken? Ja. Wunderbar. Habe ich gemacht. Super. Okay, und dann haben wir noch was. Ja. Und zwar sind wir jetzt Level 10, das heißt, wir können uns jetzt einen Perk aussuchen. Mehr XP, oder dann? Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, Hofhelfer ist für uns nicht sinnvoll. Aber ich würde ganz gerne mal in der Hohen Kammer nachfragen, was uns Missionen bringen würden. Ja. Weil nicht, dass wir halt ne pro abgeschlossene Mission dann halt irgendwie voll viele XP kriegen können. Das wäre ja auch gar nicht verkehrt, wenn man halt nebenbei, wenn das immer einer von uns noch erledigen kann nebenbei, ne? Ja, das stimmt, ja. Okay. Lass uns das machen. Aber ich habe auch für dich immer noch ein paar Infos. Ja. Gras ist verkauft, XP ist dazugekommen. Die Wolle, die extra verkauft wurde, haben die uns als Quest schon freigeschaltet, hat dich angenommen und gleichzeitig haben die das dann auch schon wieder abgegeben. Die XP haben wir auch bekommen. Super. Genau. Biene, das alles habe ich gesetzt. Ja, nee, alles klar. Wir haben hier noch zwei Schränke. Es hieß ja, mit denen können wir nichts machen, glaube ich. Können wir die auch nicht verkaufen? Mm-mm. Schade. Ich glaube, für die Schränke haben wir die Möbel bekommen. Ah, okay. Genau. Aber ja, ich warte gerade darauf, dass da noch zwei Quests verschwinden, ne, die wir jetzt eigentlich schon gemacht haben. Guck mal, ich habe schon am Händler einen Ladewagen geholt für unsere Quests, die wir da gerade erstellt haben. Ja. Und ich glaube, das wäre gar nicht verkehrt, wenn wir das da drüben bei hier Feld 88, 89, 90, da drüben bei diesem Fußballfeld und so machen würden, oder? Weil ich glaube, da können wir auf jeden Fall mähen. Ja. 88. Genau, können da, ja. Können wir an den Traktor hier das Frontmähwerk vom... Ja, das können wir da dran machen, ne? Ja. An welchen meinst du? Lass uns das dann mal dran machen. Ja, an den Traktor, den ich gerade habe. Ja, da geht der dran, ja. Ja, dann machen wir das Frontmähwerk nämlich da dran. Dann können wir den nämlich, so wie er ist, dann dem Franz Friedrich geben. Weil der ja für uns mähen muss. Ja. Genau, dann würde ich das nämlich vielleicht da schon mal hinfahren, oder? Ja, mach das, ja, ja. Okay, gut, dann rufe ich kurz in der Zwischenzeit mal in der Hohen Kammer an und frage wegen dem Perk nach, wegen der Mission, ja? Ja. Ubi, bis gleich. soll ich vielleicht den anderen Traktor noch verkaufen fahren und da noch die XP für holen? Oder wollen wir ihn noch behalten? Das wollte ich noch auch noch sprechen, ja genau. Also, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, glaube ich, hat noch kein Team einen Traktor verkauft und allen Teams wurde gesagt, es soll noch nicht gemacht werden, beziehungsweise man kann es noch gar nicht machen. Ich gehe davon aus, dass die Traktoren halt für irgendwas noch gebraucht werden. Okay, dann behalten. Aber was du machen könntest, wäre zum Händler gehen und unseren Kategorie 3 Traktor holen. Ja, natürlich den stärksten, ne? Ja, nimm einfach irgendwie den stärksten. Mir ist das völlig Wumpe. Okay, ich kümmere mich drum. Super. So, erstmal, YouTuberinos, sorry für den komischen Start jetzt gerade. Ich war mit meinem Chat am Quatschen und am Gucken und auf einmal höre ich Ring, Ring und da war schon Start. Ich habe war ein bisschen mit meinem Chat beschäftigt. Deswegen, jetzt bin ich voll raus. Was geht ab, YouTube? Und in dem Sinne, einen wunderschönen guten Tag in Grow Level Up. Und ihr habt ja schon alles mitbekommen, was ich mache und das machen wir jetzt. So, wo haben wir denn den Händler? Da gehen wir zu den hübschen Händler. Moin! Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich wollte ganz gerne unsere Kategorie 3 Talent-Traktor abholen. Ja, da müssten Sie mir auch sagen, was Sie haben wollen. Den besten. Was heißt den besten? Ja, den stärksten, den ich aus dieser Kategorie kriegen kann. Sie können in der Kategorie alles nehmen, was Sie möchten. Also wenn Sie wollen, kriegen Sie von mir den Quad-Truck. Ne? Wie bitte? Großtraktoren, ne? Sie können alles haben. Also wenn Sie noch einen kleinen Traktor mit 50 PS haben wollen, können Sie auch den haben. Ne. Boah. Aber wenn Sie wollen, Sie können den Quadrak Steiger Quadrak AFS Connect Series mit 692 PS haben, wenn Sie wollen.
Aber ich würde dann schon eher was Sinnvolleres nehmen als so ein Knicklenker oder Raube oder was. Aber das muss natürlich ihre Entscheidung sein. Ja. Sie sind ja alt genug. Zum Beispiel so ein 1050 Wario Fan, zum Beispiel nur als Idee. Bitte was? Fan 1050 Wario zum Beispiel. Weil es halt einfach, glaube ich, der stärkste Schlepper ist, der noch normal lenkt. Was mit dem 9er Deutz? Ja, um Gottes Willen, natürlich. Also, sie können alles, was sie wollen. Wir müssen halt immer drüber nachdenken, na, den Tipp gebe ich ihnen. Wenn sie jetzt dann halt, keine Ahnung, eine Seemaschine haben oder sowas, na, die kann halt dann maximal 336 PS haben. Also die Seemaschine muss dann halt passend sein zu ihrem größten Fahrzeug. Warum? Wie, warum? Ich kann auch mit einem großen Traktor meinen kleinen Seemaschine nehmen. Ja, nein, aber sie können halt nichts Größeres haben. So, ja. Also wenn sie jetzt einen Perk auswählen für eine Seemaschine, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, und da steht halt drin eine riesen Seemaschine, 15 Meter, und der steht aber 300, 400 PS, dann kann ich ihnen die nicht geben. Ich verstehe, ja. Weil die können sie halt nicht ziehen. Das nur als kleiner Tipp am Rande von meiner Seite. Chat, was haltet ihr von dem? Also, was ja auch noch gänge, ne, ist nur noch mal noch ein kleiner Tipp von mir, weil ich nett bin gerade. Klaas Xerion 5000. Weil sie sind ja, glaube ich, nicht so der Fanfreund. Ich glaube, ich nehme den 1050er. Ich glaube, der macht am meisten Sinn. Ja, also 517 PS. Ist ihre Entscheidung. Wollen Sie noch ein bisschen Bedenkzeit haben? Vielleicht nochmal mit Ihrer Kollegin drüber sprechen? Hey, wir wollen nicht darüber sprechen. Sie sagt, ihr ist es egal, ob so ein starker Traktor. Achso, okay. Ach gut, das weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht in C2 reinschauen. Er hat auch vorne 3 Punkte. Ja. Aber ich brauche. Hallo, wir sind schon wieder. Hallo. Hallo. Ey, da habt ihr ja eine coole Quest gemacht. Ja. Wenn Sie das sagen. Da. Ist das nicht von Ihnen? Die Quest? Von mir ist gar keine Quest. Ich rede auch nicht mit Ihnen. Ach so, Sie reden mit mir. Mit ja, aber ja der Klammern. Was für eine Quest? Das mit dem Heu. Heu? Ne, wir haben nichts mit Heu. Sag mal, bin ich jetzt besoffen oder was? Dabei stand. West von Beule und Kleid, also ja. Herr Kleid. Also haben Sie bei euch Heu genommen? Okay, das kann wohl, ja, das weiß ich nicht. Ich habe aber mal eine Frage, Herr Händler. Könnten Sie uns einen Anhänger geben, weil die Quest muss man 15.000 Liter holen und wir haben ja keine 15.000 Liter Anhänger. Also einen Anhänger hätte ich nicht für Sie, aber einen Ladewagen hätte ich. Okay. Ja, geht, das ist ja super. Ja, das ist einer von den roten, die da drüben beim Baum stehen. Okay, soll ich anhängen? Super, dankeschön. Ja, mach doch. Bitte, ja. Okay. Also ich bin ganz ehrlich, der Xerion macht mich schon an, aber da fehlt mir einfach vorne die Welle, weißt du, was ich meine? Die Zapfwelle, ja. Entschuldigung, wie war Ihr Name nochmal? Meiner? Ja. Gutmann, Gustav Gutmann. Ach, Herr Gustav. Pass auf. Ich habe eine Frage, kaufen Sie auch... Lange Rede, kurzer Sinn. Mach mal den 1050er daraus. Ich will dich nicht unterbrechen, aber kaufen Sie auch Maschinen an? Für XP-Punkte? Also aktuell meines Wissens nicht, nein. Oh, ihr zwei seid wie Herpes, ne? Ohne Scheiß, Alter.
Ehrlich? Ja, immer nur am Nöhlen. Der hat mich angefahren. So? Der ist so frech. Man hört den ganzen Tag nur den Sand von euch beiden rauswieseln. Und dann kommt ihr hierher und quatscht mich die ganze Zeit hier voll, obwohl ich zuerst war. Ignorier mich nicht. Hättest du doch was gesagt, dann hätte ich doch kurz gewartet. Geh weg. Herr Gutmann. Nimm deine Sister und Zischerbier. Jetzt will ich dir mal was sagen. Was denn? Jetzt renne ich so aufgeregt rum, sonst muss ich dir eine klatschen. Ja, da werde ich nervös bei. Da kriege ich echt den. Da reißt mir der Tanga weg. Ganz ehrlich, ja, dir reißt wirklich der Tanga. Das sag ich dir. So, jetzt aber guck mal, du fährst uns ständig über den Haufen, jetzt regst dich auf, einmal einer dazwischenquasselt. Was bist denn du für einer? Im Grunde stört mich sowas nicht. Zeig mal deine Maurerkelle. Das ist ja eine richtig schöne kleine Maurerkelle. Ja, warte, ich kann die Hose noch hochziehen, da hast du besser. Ich hab dir die Cordula gemacht, die Maurerkelle. Meine Herren, Entschuldigung. Jetzt sieht's aus wie ein Kamelfuß. Meine Herren. Tino, Wolle, was machst du denn da? Was denn? Ja? Können Sie sich bitte am Händler ein bisschen zusammenreißen, wenn Sie ein Problem miteinander haben, dann gehen Sie bitte vors Händler. Wir nehmen dich gleich wollen mit. Wollen wir mal weiter? Achso, ich dachte, du bist schon los. Nee. Ich kann da aber nicht mitfahren. 10,50er wär's dann. Ich dachte, du gehst da auch schon hin, nimmst ein Taxi oder so. Warte mal. Achso, kann ich machen. Gut, wo ist der Talberghof? Herr Beule, ist das nicht Ihr Hof? Wo ist der Talberghof? Der Talberghof, der ist... Ein Moment. Das ist der 1? Der Talberghof, ist das abgefunden, nicht... Abgefunden, tschüss. Das ist der Orangene. Was ist das? Ein Pillerball. So, jetzt haben wir wieder Ruhe, Herr Beule. Ohne Scheiß, Herr Beule. Also die gehen echt auf den Sack. Jetzt nochmal. Nee, kein 10,50er. Warte. Nee, weil der hat ja keine Zapfwelle. Ich brauche irgendwas mit Zapfwelle vorne dran. Das ist halt sehr wichtig. Oh, Sie haben recht, der 10,50er hat keine Zapfwelle mehr. Warum nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Einen Moment, bleiben Sie mal bitte im Katalog. Ja. Ja, mit dem 9er Deutz hätte ich vorne eine Zapfwelle. Was soll ich sagen? Der Case Magnum AFS Connect Series, der Traktor, der kann 435 PS, der hätte auch eine Zapfwelle. Pass auf, pack mir den Xerion 5000 ein. Ja. In der Anniversary-Dingen. Ja. Nee, warte, das bringt ja auch nichts. Warte mal, Anbau. Wollen Sie sich vielleicht doch nochmal kurz beraten? Nee, ich werde da abgeblockt. Ich muss das selber machen hier. Okay. Design EU, US. Ich brauche was... Ja, zum Gottes Willen, wenn Sie Ihren 9er Deutz haben wollen, dann kriegen Sie Ihren 9er Deutz. Na, das ist natürlich Ihre Sache. Ja, das Ding ist, ich bin großer Deutz-Fan, aber der hat nur 300 PS. Wenn ich jetzt nur den 1050er nehme, der hat ja schon 400... Der hat ja schon 517 PS. So, genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich würde... Oder was wäre, also ich bin jetzt nochmal ganz nett. Ja. Warte mal, ich gucke erst selber nochmal nach, ob der eine Zapfwelle hat. Ja. Bevor ich denn jetzt was Falsches sage, hat er auch nicht. Also ich glaube, also die Großtraktoren haben echt sehr wenig, ich glaube. Ja. Also der Case Magnum AFS Connect Series, der hätte eine Frontzapfwelle, so wie das hier aussieht. Der welcher? Der Ring, Ring. Case. Hallo? Damon, ich brauch dich! Ja, ich komme, Du musst bitte ganz schnell. Ich komme. Pass auf. Talberghof, wir müssen die Quest machen und die warten hier alle schon. Ich komme. Packt mir den 1050er ein. 1050er. Okay. In der stärkste Edition, ne? Weißt du Bescheid? Ja, 517 PS. Ja. Radgewicht? Nee. GPS? Ja. Gut, alles klar. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Ich komm. Wenn die Start sagen, drückst du auf beladen und wenn die Stopp sagen, drückst du auf nicht mehr beladen, okay? Wo seid ihr? Hier drinnen, wo man das Heu kriegt. Im Talberghof? Ja, genau. Ja, du bist eigentlich schon bei uns, nur nicht ganz bei uns. Ja, da ist... Ja, guck mal, komm hier hoch. Ich hänge hier fest. Ah, hallo. Ja, hier drüben ist auch eine Leiter, aber du kannst auch klettern. Oh, ja, genau. Super, hier. Okay, also, du weißt worum... Sag mal, Wolle, kannst du vielleicht rausgehen? Ist gar nicht hier. Kann der mal rausgehen? Ist ja schon wieder hier. Der beobachtet mich auch schon die ganze Zeit beim Kaufen.
Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, dann poliere ich in die Glatze. Du. Der hat nur die ganze Zeit schon gelauscht. Oh, kann man langsam mal anfangen, ich muss wieder aufs Feld raus. Ja, wäre aber wirklich schön, wenn ihr mal dafür sorgen könntet, der hier. Ja, alles klar. So! Ihr sagt, wenn es losgehen kann? Also, ich bin ready. Wie sieht's bei meiner Partnerin aus? Die diskutiert noch. Wer diskutiert so. Noch? So, jetzt bin ich so, hier. Ja. Dann let's go. Also, nur ganz kurz, sehen wir das Bescheid. In diesen Ladewagen passen insgesamt 35.000 Liter, ja? Ja. So ein bisschen unter der Hälfte müsste das ungefähr sein. Ja. Gut, wir sind bereit. Dann 3, 2, 1, los. Stopp. Nee, das war zu früh. Was? Echt? Meinst ja. du? Ja. Oder? Findest du? Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich sehe die wieder. Trommelwirbel. Und? Wir sind? Die Literzahl oder Prozentzahl? Die Literzahl. Liter. 19.219 Liter. Guck mal, zu viel! Oh, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Hä, aber warte mal ganz kurz. 19.000, dann kriegen wir ja 4.000 XP weniger. Kriegen wir da gar kein XP? Wir rechnen noch mal kurz mit einem Faktor. Okay. Ja gut. Was ist denn eure Aufgabe, wenn ich überhaupt mal fragen darf? Wir hätten 15.000 Liter treffen müssen. Das kann doch nicht. Geh mal raus da. Aber gucke, du hättest noch später Stopp gesagt, ich hätte ne? noch stärker... Ja, sicher. Ey, da bin ich jetzt aber... Boah, was? Ja, krass. Okay, komm, wir wollen nicht blockieren jetzt hier für die anderen Teams und so. Ja, spannend. Müssen wir. Oh, wie komme ich denn hier raus? Hilfe. Kann der Anton kurz abkippen, dann... Ach so, ja, Entschuldigung. Ich wollte es natürlich nicht mitnehmen, Entschuldigung. Da muss ich aber gleich mal rausfahren. Ja, und was passiert denn jetzt mit uns? Ja, das sagt er uns gleich nochmal. Er meint ja, es gibt irgendeinen Faktor, wo sie das jetzt gegenrechnen. Ja, wenn die fragen, wir haben genau passend gemacht. Ich hätte echt noch gewartet. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, was die anderen Teams machen. Ich würde dann sagen, wir machen einen Faktor von 10, dann wären es 421 Punkte weniger. Ja, das finde ich auch. Das finde ich gut. Nee, hätte ich auch gesagt. Was haben denn die anderen Teams gemacht, wenn man so fragen darf? Ja, wir sind die Ersten. Ihr seid die Ersten. Ach so. Die haben ja noch nicht. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, ihr wolltet da nicht zugucken. Jetzt interessiert mich ja, was die machen. Ja, warte, ich will mal fragen, wollen wir mal schnell fragen, ob wir bei denen zugucken dürfen? Ich glaube, das wird nichts, aber ja, wir können es probieren. Warum sollst du denn nicht zugucken können? Was würde das... Also jetzt mal ohne Mist, Cordula, was soll das denn ändern? Ja, nein, für mich ändert es jetzt gar nichts mehr, aber du hättest halt abgucken können bei uns, wie viel wir machen. Was soll ich denn abgucken? Ich sehe doch gar nicht, aber guck mal, jetzt sehe ich, okay, ihr habt so und so viel da reingeladen. Ja, jetzt weiß ich da aber trotzdem nicht, wie viel das ist. Ja, aber du hast so ein Gefühl, was wir halt... Was habe ich da, kein Gefühl? Ich hast weiß du ja kein nicht, Gefühl ist das... mehr? Es ist schon alles so toll bei dir, aber, oder wie? Aber guck mal, Cordula, ich weiß doch nicht, ist das jetzt zu viel, ist das zu wenig? Guck mal, ich weiß, dass halb voll ist zu viel und ein bisschen unter halb voll ist richtig, aber... Weißt du, wie ich meine? Ja, also würde ich so tippen jedenfalls, bei dem, was da reingeht in den Ladewagen. So? Okay. Aber wir können gerne weiter hinter noch ein Stück, ihr könnt gerne zuschauen, ja, kein Problem. Ich sehe es nicht richtig. Ja, okay. Ja, dann bleibe ich mal hier stehen. Scheiße, wenn du ins Strohlager gefallen bist. Heulager. Okay. Wenn das reicht, nein, ich bin im Heulager gefangen. Hilfe! Dann steig doch in den JCB. Kommst du rum. Hilfe! Olle! Das sind so viele Menschen, ich kann nicht ein jetzt. Okay, also ja. Wir können jetzt laden. Warten Sie, ich würde jetzt gerne noch mit dir hochkommen. Cordula, okay. Kannst du mich durchlassen? Lässt du die Wilmi noch durch? Oh, warte. Dankeschön. Ich will das bespringen hier. So, okay, dann starten Sie mal. 3, 2, 1 und los. Wer schreit denn überhaupt Stopp, Wilma? Du, aber jetzt erstmal Stopp, ne? Oder? Was denn du? Wolle. Was hat es gibt nur einen Stopp. Ja, was ist... Sag, du Wilma, sollst was Stopp machst sagen. Du denn? Ihr müsst euch gesagt, dann vorher du eigentlich sollst Stopp sagen. Ja, ich hab da aber gar nichts gesagt. Also, irgendwer hat gerade Stopp gesagt.
Ich hab gesagt, Wolle soll Stopp sagen. Ja, aber ich hab doch, aber ich... ich hab machen Sie noch weiter. Ja, machen Sie noch was? Ich würde jetzt sagen, wollt ihr es so lassen? Ja oder nein? Also, ja, ich sag nichts. Wir lassen es so. Ich hätte nee, warte mal, machen Sie mal doch einen Tropfen rein. Da fehlt noch mehr. Stopp. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, Wilma, steig du ein. Ja. Ich glaube, es ist zu viel. Wollt ihr zu viel. Wollt ihr die erste Zahl hören? Geh mal raus, wir wollen da rein. Ich hätte euch die erste Literzahl gesagt. Ist bestimmt eine 2, oder? Überrascht euch. Ach du Scheiße. Der erste Stopp. 21,7. Der erste Stopp war bei 16.009. Au, der wäre gar nicht schlecht gewesen. Wie viel sind es denn genau? 21,87. Einmal rechts rumfahren. Wir haben auch die Quest noch ein bisschen abgewendet. Wir haben einen Faktor von 10 mit einberechnet. Also so schlimm wird es nicht. Ja, was sollen wir jetzt machen, wenn ich fragen darf damit? Oder wie ist da jetzt der... Das macht der Herr Thalberg wieder in sein Silo. Okay. Einfach hier vorfahren. Hier vorfahren und hier reinschütten. Kriegen also wir da einfach wieder reinkippen? Okay. Ja, das ist unser Fahrzeug, deswegen... Oder? Ach nee, der steht nur hier rum. Oh, ihr habt nichts gesagt. Ja, kein Problem. Bist du kein Dableitepunkt. Gut, wir haben das... Achso, und Sie berechnen jetzt unsere XP quasi und schreiben uns die gut. Genau. Ah ja, dankeschön. Na dann, tschüss. 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 Sorry, Fia. Du Wilma. Damon? Ja? Aber was lachst du so schelmisch? Das möchte ich nicht sagen. Okay. Was hast du uns für einen Traktor ausgesucht jetzt? 1050er Fendt. Okay, wie viel PS hat der? 500. Okay, reicht mir schon. Ja, alles gut. Welche Farbe hat der? Ich wollte ihn in Pink, aber der hat leider keine Farbwahl. Also grün, ja? 517 PS hat der. Ja. Na gut. Den nächsten Traktor entscheide ich dann. Ja, ich habe auch extra nach Pink geschaut. Ich habe auch den Class Saddle Track, aber auch den nicht in Farbvariante verfügbar. Und dann habe ich halt, ja, Leistungsstärke ausgedingst. Und dann war es jetzt den 50er. Sag mal bitte nochmal was. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin erkältet. Bei mir hört sich, meine Stimme ist ein bisschen weg. Nee, du bist gerade richtig leise geworden. Oh, okay. Irgendwie. Oder bilde ich mir das ein? Ich weiß nicht. Egal. Also, nee. Also, bei mir zumindest jetzt, ist nicht. Keine Ahnung. Nee, jetzt glaube ich wieder besser. Okay. War okay. Komisch. Gut. Ja, wir haben jetzt irgendwie keine weitere Quest, ne? Also, zwei, die mir noch angezeigt. Siehst du noch die Quest mit Jetzt seid ihr mal dran? Ja. Weil die haben wir ja jetzt abgeschlossen. Wir können ja jetzt gerade gar nichts machen, ne? Gerade nichts, ne? Ich wollte gerade. Bei wem müssen wir uns denn melden, dass die. Achso. Ja, wissen die ja. Also, ich habe gerade übrigens nochmal nachgefragt wegen. Wegen den Aufträgen. Ja. Wegen diesem Perk und da konnte mir gerade noch nichts gesagt werden. Was aber halt ganz interessant ist, es gibt ja gar keine Aufträge aktuell auf der Karte, weil es ja keine Felder gibt, die niemandem gehören. Ja. Also ich muss nochmal abwarten, was der uns da gleich sagt. Ansonsten nehmen wir einfach die 10% Erfahrung, ne? Ja. Wir müssen aber den Perk nicht jetzt nehmen, ne? Der Perk geht nur für eine Aufnahmesession, ne? Ach so! Ja, das dürfen wir nicht vergessen, sonst ist es weg. Ach, ich dachte, den haben wir ab dann immer. Habe ich auch gedacht, aber nee. Der ist nur für eine Aufnahmesession. Ach so, okay. Ja gut, na dann auf jeden Fall heute nicht. Oh, nee, warte, gerade kriege ich sogar noch gesagt, nur für eine Aufnahme. Wie, für eine Folge nur? Oder einen Abend? Ich würde fast sagen, einen Abend. Huh. So, wir haben übrigens eine neue Quest. Ja. Ihr bekommt 3 Stämme Holz, welche genau so getrennt werden müssen, dass beide Seiten das gleiche Gewicht haben. Pff. Wo kriegen wir die denn her? Die haben immer Ideen, ey. Aber ist das jetzt nicht die Quest von den anderen beiden, ne? Weil sonst wird das ja dabei stehen. Eigentlich schon, ja. Okay. Ja, komm, dann gehen wir mit, wo müssen wir denn dafür hin? Ja, steht da nicht.
Ach so. Ich, wen soll man denn da fragen? Hohe Kammer oder was? Ja, oder... Ich frage mal schnell Franz Friedrich, ob der es weiß. Ja. Deutz am Hof, Fendt am Hof, wir haben alles am Hof. Wunderbar. Hier haben wir noch einen Massey Ferguson. War. Alles klar. Können wir da zu zweit hin? Wo ist denn das? Weißt du das? Siehst du das? Feld 69. 69, 69. Da, links, links. Über unserem. Ah, das ist das über unserem Feld. Ja, dann laufen wir da einfach schnell hin, oder? Wo ist denn unser Feld? Hier, das außen, hier drüben. Ach, da. Komm mit. Hm. Ja, ja. Ich finde 69 gut. Die Feldnummer 69 ist doch gut, oder? Was meinst du mit gut? Weil es eine 69 ist? Ja. Findest du es einfach eine schöne Zahl oder was genau magst du an der 69 jetzt so genau gerne? Die Zahl, ja, das ist meine Glückszahl. Meine Glückszahl. Verstehe. So, guck mal, hier liegen die Bäume. Wir müssen jetzt schneiden, dass die gleich schwer sind? Oder dass beide... Dass links und rechts gleich schwer ist. Also müssen wir die Mitte treffen. Also wir müssen sie genau in der Mitte teilen. Warte mal, drei? Liegen hier drüben auch drei? Hier drüben liegen doch viel mehr. Warum liegen hier drüben... Weil hier schon hier wurde schon gesägt. Ach, das wurde schon gemacht? Ach, ja. Never mind. Hä, wie schnell? Das war doch erst. Das war Team Spicy Chickens, die das da haben. Dann sind wir jetzt die Zweiten und dann sind die anderen hinter uns. Aber wie schnell haben die das jetzt bitte gemacht? Die haben wir doch gerade erst angenommen. Ja gut, okay. No, keine Ahnung. Gut, egal. Ja. Also, ja, wollen wir einfach drauf losschnibbeln? Warte mal. Soll ich mich mal da vorstellen und du sagst mir, ob ich schneiden soll? Die Fichte hat eine Gesamtlänge von 20 Meter. Also sie ist halt, da wo du stehst, dicker als vorne. Also ich muss ein bisschen weiter bei dir stehen. Vielleicht hier so? Oder noch ein Stück weiter nach links? Boah. Ja, das ist die Frage. Warte mal, hier ist auf jeden Fall dünner. Ja, ich würde von hier aus messen, so 12 Meter, glaube ich. So würde ich machen. Ja, dann miss mal 12 Meter. Ja. Hier so ungefähr. Ja, da wo du schon so verstehst, ja, hier so um den Dreh. Hier, oder? Ja, ich würde mal sehen, ja, probier mal, ja. Aber woher wissen wir denn jetzt, ob die gleich schwer sind? Ja, steht doch dran. Ach nee, hä, warum steht das nicht dran? 11,9 Meter. Guck mal, da habe ich deine 12 Meter echt gut geschätzt. Ja. 8,1. Ja, keine Ahnung, ne? Gut, wollen wir die anderen zwei nach einer kurzen Pause machen? Ja. Alles klar. Dann nochmal kurz nachdenken. Juhu. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch schon am Ende unserer zweiten Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.